Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Story of a Farmer. Am heutigen Tag zusammen mit dem legendären Fan 724 Vario. Wie versprochen in der letzten Folge lernen wir heute unsere Wiese mähen. Falls ihr euch fragt, das Equipment haben wir ja nicht einmal in der ersten Folge gesehen. Woher kommt das? Ihr habt das wirklich nicht gesehen. Das liegt daran, dass es noch beim Händler in der Wartung war. Jetzt können wir da. Ja, ist geschmeidig. Herfahren. So. Und umleuchten sind an. So, linken, an. So, schalten wir das an. Geht ganz geschmeidig los. Müssen ja dann das noch schön trocknen lassen. Da hätten wir auch noch eine Wiese, aber wir könnten sie rein theoretisch nutzen. Ich werde euch wahrscheinlich jetzt oben abstimmen lassen. Sollen wir die Wiese mähen oder sollen wir sie noch für dieses Jahr einfach lassen? Schon in der zweiten Runde. Das geht ja ganz schnell mit unserem Böttinger Mähwerk. Ich möchte das Gras unbedingt noch eingefahren haben vor dem Winter, weil im Winter kann man das gar nicht einfahren und wir brauchen so viel Vorrat für die Kühe. Die fressen nämlich Tonnen. Wenn ihr wisst, wenn ihr Landwirte seid oder euch einfach damit auskennt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man, also das muss jetzt trocknen und kann man das davor auch noch wenden? Wenn ihr mir das schreiben würdet, wäre das sehr hilfreich für das ganze Projekt. Weil ich glaube, da könnte man sich ein bisschen Zeit sparen.
musst du da kurz was anstecken. So. Ich glaube, wir haben noch gar kein Unkraut vernichtet. Also wir müssen mal in den nächsten Stunden zum Landmaschinenhändler schauen und dort mal fragen, ob er uns einen Striegel oder so zumindest mal leihen kann. Obwohl, ich glaube, das macht hier in der Region gar nicht so viel aus vom Preis. Ich werde es wahrscheinlich mit einer Spritze spritzen. Oder wir lassen das Unkraut um, dann ist halt der Ertrag niedriger. Wir haben halt dieses Jahr echt schon sehr viel Hetzerei. Gut. Ich schaue mir nämlich gerne auf YouTube solche Projekte an. Und da habe ich gesehen, dass es Landwirte gemacht haben, und erst nachdem es komplett trocken war, dass es dann nochmal gewendet haben, dass es zu voll wird. Deshalb werde ich das jetzt diesmal auch so machen. Aber wenn ihr mir halt dann sagt, ob das auch anders geht, dann werde ich das im nächsten Jahr dann sicher machen. Nächsten Jahr können wir sicher zweimal oder so das die Wiese mähen. Na, es ist eigentlich, sollte eigentlich viel schöner sein. Wir können da mal auf den Wetterbericht schauen. Ja, da, also im Frühling hat es gleich plus 13 Grad. Das ist eigentlich sehr gut. Es ist halt bewölkt mit Regen, wo man eigentlich nicht mähen kann. Aber das, der Wetterbericht verändert sich ja immer noch. Oh nein. Und das muss ich mir nach vorne stellen. Oh, oh. Ist locker flockig. Wahrscheinlich habt ihr es jetzt schon am Thumbnail erkennen. Wir nehmen nicht nur ein Fendgras, sondern auch mit einem kleinen Ding, einem Rasenmäher, den habe ich beim Lagerhaus entdeckt, der war so günstig, den da musste ich einfach zuschlagen. Den habe ich da hinten hingestellt, mit dem können wir hier die Wiese mähen und da so raus wird dann gleich Heu, na Gras wird dann gemacht. So gut kenne ich mich da noch nicht aus. Ich habe ihn erstmal ganz kurz getestet, nur dass er funktioniert. Jetzt möchte ich ihn mit euch testen. Gras kommt. Zeigt den Computer an. Dann nehmen wir mal unsere Wiese. Weil dadurch kann man noch sehr viel Gras dazu, wenn man hier das so mäht. Professionell. Ich glaube, wir müssen mal uns Bäume hier hinsetzen. Setzen. Weil es sieht irgendwie so kahl aus. Hier, da vorne habe ich zwar ein Gartenhaus und zwei Rutschen, aber sonst ist eigentlich nur Wiese. Das sieht ohne das blöd aus. Ah, das sieht doch gleich ganz anders aus im Herbst. Ich
glaube, dass man das eigentlich nicht macht im Herbst, aber solange es noch 11 Grad und 10 Grad am Boden hat, ich glaube, da würde es jeder noch machen, wenn das Gras noch so hoch ist. Ah, verdammt. Ist leer. Voll leer. Ist da eh nichts rausgekommen? Nee, der nimmt das dann halt einfach nicht mehr in seinen Speicher. Okay. Dann. Ich habe dort vorne schon ein Lager errichtet. Da habe ich das Profi-Gras. Testgras hingelegt. Beziehungsweise geschmissen. Und jetzt. Schauen wir mal, dass das da noch weiter hoch gestapelt wird. Oh, das klappt ja schon mal. Tipptopp. Eine Bahn machen wir noch, dann mache ich offscreen weiter. So, falls ihr das noch nicht gehört habt, eigentlich wäre ja dieses Jahr, im Jahre 2020, ja eine neue Landwirtschaft erschienen. Doch Focus Home in der Hecke hat bei, also die haben da eben so eine Veranstaltung und da wurde auch so ein, oder generell die haben da nur so ein Dokument, das man sich auch runterladen kann auf ihrer Website. Und da steht oben, dass dieses Jahr kein neuer Landwirtschaftssimulator erscheint und das hat Giants auch schon bestätigt und der deutsche Publisher oder so, Astragon, oder generell der andere Publisher Astragon hat das auch schon in den Community Tab geschrieben. Sehr schade, aber dafür kommen 3 neue DLCs und auf die freue ich mich schon, weil ich habe irgendwo gehört, dass das eine Fahrzeugerweiterung von 240 Fahrzeuge, das war es eigentlich. Oder waren es? Es war irgendwas mit 40. Ich glaube, es war 240 oder 140, ist auch noch sehr groß. Und da ich den Season Pass besitze, kriege ich die hoffentlich auch alle kostenlos. Ja, da werden die Projekte, glaube ich, gleich ganz schön cooler. Weil es wurde auch noch nicht öffentlich, welche DLCs. Hoffentlich coole. Also so mit vielen Fahrzeugen, so wie die Plantanium Edition. Oder mit irgendwelchen Features, die Fahrzeuge. Wir sind schon voll. Ja, dann hätte ich gesagt, das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da
und schaut euch gerne die neue Folgen von A Story of a Farmer an. Ich glaube nämlich, dass es in den nächsten Tagen noch richtig krass wird mit der Ernte und so, ob das jetzt klappt. Man weiß es nicht. So, aber auf alle Fälle habt noch einen traumhaften Tag und tschüss.